herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 6. Genau, wir sind hier bei den Fähigkeitseinstellungen stehen geblieben und werden nun das nächste Kapitel starten von Chris und dem Pierre. Und ja, es war schon in den letzten paar Folgen ziemlich spannend und actiongeladen. Also es lässt sich schon mal sehen, gefällt mir sehr gut. Ja, auch sehr viele eklige Sachen. Ja, und ich bin wieder still, eine Cutscene folgt. Herhören. Die Aufgabe der BSAA ist es, den Bioterrorismus zu beenden. Das können wir nur schaffen, wenn wir zusammenhalten. Niemand ist entbehrlich. Ganz genau. Und auch wenn alle hier bereit sind, für unsere Sache zu sterben, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Lass dich zusammenfinden. Sorry, Sir. Niemand wird zurückgelassen. Nicht bei mir. Verstanden? Ja, ja, Sir. Finn, Statusbericht. Ja, Sir. Die Guerilla setzt eine neue BOW-Spezies ein. Die Führung nennt sie Javu. Sie sind äußerst intelligent, unglaublich stark und haben die Eigenschaft, als direkte Reaktion auf körperlichen Schaden zu mutieren. Gut, alle wissen, was zu tun ist. Wir teilen uns in drei Teams auf. Los! Alles klar. Ja, Sir. Ja, Sir. Du bist der Neue, hm? Ja, Sir. Finn McCauley, Sir. Ich weiß, du hast Angst, Finn. Aber deine Kameraden decken dir den Rücken. Ja, Sir. Ich werde mein Bestes geben. Ist er immer so inspirierend? Gut, also jetzt wissen wir, was die Flashbacks verursacht hat. Feindbeschuss, Feindbeschuss! Alpha-Team, Feuer erwidert! Zimmern ausschwärmen! Feuer erwidert! Common HQ, wir stehen bei Hans 2 unter Beschuss. Erwidern das Feuer! Verstanden. Achten Sie auf diese verstärkten Soldaten. Okay, wir sind immer noch Pierce. Man kann die Charaktere nur eben wechseln, wenn man eben ganz aus dem Spiel rausgegangen ist. Bin ich noch nicht. Ich nehme gerade ein paar Folgen am Stück auf, um euch das hier alles hochzuladen. Okay, also jetzt wissen wir, warum Chris immer so Flashbacks hat. Das hat hier mit diesem Vorfall hier zu tun in Osteuropa, also. So. Au, von wo denn? So, hätten wir. Ja, na komm schon, Chris. So, dein Schild ist matt. Deine auf. So, nochmal. Und nochmal ins Gesicht. Okay, das ist der Finn. Also, da hat ja Chris gerade, also vorhin in der letzten Folge schon ein Flashback gehabt. Wegen ihm. So, wir werden auch gleich mal rausfinden. Ich denke mal, wir werden auch rausfinden, warum. Oh, der hat ein Schild. So. Okay, ich finde auf jeden Fall Chris Redfield sehr inspirierend. Also okay, die Worte waren jetzt auch sehr patriotistisch. What the fuck? Oh, den da oben hat die Ecke fehlt. Jo. Okay.
Nö. Du diesmal nicht. So. Geht doch. Jetzt hinterlassen wir ja Munition. Na, geht doch. Oh, das gefällt mir gar nicht. Okay, da oben sind wir. Okay. Down. Down, okay. Okay, Joe, wow. Die sind anders als die anderen. So. Bold Action. Wow, das ist ein Gatling oder was? Nee, das ist nur ein MG. Liebster Elden. Ich sehe hier keine Anweisungen. Nicht über meine Leiche. Nur über meinen Leiche. Oh Gott. Okay. Oh, ein rotes Kraut. Genau, das gibt gleich 6 Stück. Und gleich meine Behälter. Nein, die lassen wir mal. Genau, kombinieren. Immer schön auf rote Kräuter achten. Okay, da ist nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal hoch. Ich habe voll den Munitionsmangel. Ich glaube, das ist hier einfach beabsichtigt. Wie irgendwie immer in Resident Evil. So, beide auf einen. So ist richtig. Scheiße aus dem Hautprügeln. Oh, was finde ich denn da? Ah, eine neue Kiste. Oh, Munition. Sehr fein. Ah, der hat auch nochmal Munition. Sehr schön. Okay, dann bin ich mal gespannt, was da für eine Waffe auf uns lauert. Da ist so ein Waffensymbol. Wow, dieses Mistvieh kennen wir doch aus der Demo. Oh, das sieht cool aus. Und eklig zugleich. Das erinnert mich ein bisschen an Resistance. In diesem Kabel da hinten dran. Das ist geil. Also da haben sie sich echt ziemlich Mühe gegeben, um neue Kreaturen zu erschaffen. Ich will die Waffe auch. Gibt es auch in Übergröße? Wie viele neue Arten gibt es eigentlich? Toll, wie kann ich die Waffe da? Die Waffe da echt haben. Oh. Toll, da kommt man jetzt. Hä, wie soll man denn die Waffe da kriegen? Eine riesige BOW verfolgt uns. Feuere mit dem Panzerwagen, sofort! Entferne die Barrikade, Sir. Ich komme so schnell ich kann. Nee. Nö. Das ist ja cool, wenn wir da bitte die Waffe kriegen. Schon eben aus der Ding. Aus der Demo. Okay, ja. Eine BOW steht uns im Weg. Ändert den Kurs von Route 1 auf Route 4. Die Biester waren riesig. Ich wusste nicht, dass die BOWs so groß werden. Wir geben ihnen etwas Neues. Sie können Monster erschaffen, wie sie wollen. Okay, da will ich jetzt rein. Unbedingt. Roger. Na, der kommt auch her. Das ist cool. Das ist gut.
Das finde ich ist gut gemacht, dass man hier noch ein bisschen was erkunden kann und auch zu manchen Orten zurückkehrt, zurückkehren kann. Oh, Sturmschrotflinte. Okay, nice. Munition. Muss man irgendwie was Schönes. Nö. Okay. So, dann laufen wir mal dem Mistvieh hinterher. Da haben wir schon nachladen. Okay, jetzt haben wir eine neue Waffe, das gefällt mir. Und jetzt können wir auch ein bisschen mehr. Das kann ich jetzt so was anstellen. Mal hoch. Was da oben drin ist. Ah, okay. Hier findet man. Also das Level-Design gefällt mir auch. Man kann jetzt echt so ziemlich überall rein. Okay, aha. Okay, okay, wusste ich gar nicht, dass man da rein kann. Auch gut. Jetzt kommen wir irgendwo lang? Nee, okay, da kommen wir jetzt zum Beispiel nicht rein. Okay, dann laufen wir mal den hinterher. Und sind mal auf alles gefasst. Headshot. Auch nochmal ein. Verdammt! Sie sind überall! Der Panzerwagen bietet Deckung! Schnell dorthin! So. Und du bist jetzt auch down. Ins Gesicht. Okay, zweimal Munition. Sehr schön. So. Schön in Deckung gehen. So. Toad. Okay, da ist nochmal einer. Okay, der ist auch down. So. Kann man da irgendwo hoch? Schade. Ich breche mit dem Panzerwagen durch den Zaun! Ja, mach das mal. Ich finde es sehr schön inszeniert hier alles. Und auch, dass man eben die Flashbacks so mitkriegt, was eben mit dem Finn passiert. Das ist doch eher ein bisschen übergreift und nicht alles so ins Leere laufen lässt. Das war eine Panzerabwehrmine! Der Panzerwagen ist hin! Oh, okay, das ist blöd. Battlefield, also scheiß Panzerabwehrmine, die mir da schon auf den Sack. Und hier tun sie genau das gleiche. Bam, ins Gesicht. Oh. Ich Idiot. So, ich habe ich. Sicherlich irgendwo. Nein, Punkte. Wow, wow, wow. Wo kommst du denn her? So, nochmal. Komm, gut, 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 gut. Seht, wie viele Viecher aushalten, das ist ja nicht mehr schön, nicht mehr feierlich. So, jetzt hab ich dich. Okay. Okay, Finn macht bis jetzt seine Arbeit ganz gut, er lebt noch. Okay. Ach, das geht. Hier. Jawohl. Genau so. Voll ins Gesicht.
auch down. Den machen wir auch noch aus. Okay, dann haben wir den Bereich, glaube ich, mal gesichert, oder? Ja. Gut, dann. Finn, hierher! Du musst diesen Zaun beseitigen! Bin dabei, Sir! Komm her, Finn. Bringe Sprengladung an! Okay, Finn. Do the shit! Da steht ein Waggon im Weg! Hier kommen wir nicht durch! Doch, doch, Finn erledigt das sicherlich. Ja, genau! Das kennen wir doch hier aus der Demo. So, okay. Fähigkeitspunkte. Mission. Jawoll. Voll daneben gesammelt. Hammer. Ha, verdammt, ey. Jetzt haben wir dich. Ich arbeite so schnell ich kann. Halten Sie durch! Ja, dann. Ja. Jetzt ist es ein Kinderspiel hier zu decken. Für die Action Bolt ein bisschen einsparen. Okay. Ich gehe mal lieber runter, ein bisschen Munition einsammeln. Genau. Genau so. Wie lange noch, Finn? Fast fertig! Mal einsammeln. Wow. Okay, der hat's gleich. Das ist sehr easy. Wir sammeln jetzt noch ein bisschen Munition ein.
Okay, das war eine schöne Action-Einlage. A la COD. HQ an Alpha Team. Das Rad, was ist ja, auf der anderen ziemlich Seite. Knapp, aber Bravo, geil. Sah es aus. Schon zu sehen. Sah echt gut aus. Okay, wir laden nochmal schnell nach. Oh nein. Nein. Ich hab mal einen Kopf gesehen. Oh. Auf der Brücke wurde jemand angeschossen. Panzer auf der Brücke! Der Weg ist blockiert! Okay, Leute. Den Verwundeten zu bergen hat Priorität. Was? Was zum Teufel geht bei euch schief, Mann? Ich bin irgendwie volles Kameradenschwein, aber ich würde den einfach liegen lassen. Sorry. Alpha-Team, Feuerschutz von der Flanke geben. Scharfschützen auf mein Kommando. Roger. Okay, dann hilf mir mal. Oh, schöne Flugrolle. Okay. Da drin brauchen Sie ein Wärmebildvisier. Ich muss aufpassen, hier kann man mich nicht retten. Machen wir das mal jemand anders. Alpha-Team kommen. Ein Alpha-T42-Panzer bewegt sich auf ihre Position zu. Er scheint modifiziert zu sein. Jetzt fahren Sie schwere Geschütze auf. Vorsichtig, Captain. What? Nein, das gefällt mir gerade gar nicht. Oh, geh weg von mir, ey. Hallo? Geht doch. Alter. Essen das auch gleich mal. Oh shit, ey. Okay, da ist irgendwas. Oh, okay, mein Kollege, der ist schon nach dem Fighten da vorne. Der lässt auch nichts anbrennen. Das ist auch selber hier. Von hier aus können Sie die ganze Brücke sehen. Ja, Sie sorgen für Captain Redfields Sicherheit. Ich mache Ihnen den Weg frei. Okay. Ich brauche eine größere Waffe. Captain, wenn Sie den Panzer da wegkriegen, kann ich mich um den Truck kümmern. Okay. Bam, bam. Hä? Oh. Mein Gewehr schafft das nicht. Ich brauche etwas Stärkeres. Diaz, hinter dem Panzer ist ein Treibstofftank. Beschießen! Der Panzer ist noch im Weg. Keine klare Schusslinie. Schaffen Sie es, ihn wegzulocken? Da bin ich mal gespannt, was der Chris so alles drauf hat. Da ist nix. Hä? Ah. Boah, Pierce. Pierce,
Hinter dem Panzer ist ein Treibstofftank. Beschießen. Ja, wenn ich den mal sehen würde. Der Panzer ist noch im Weg. Keine klare Schusslinie. Schaffen Sie es, ihn wegzulocken? Kann ich nicht drauf. Diaz, hinter dem Panzer ist ein Treibstofftank. Beschießen! Captain, der Panzer ist noch im Weg. Keine klare Schusslinie. Schaffen Sie es, ihn wegzulocken? Meine Güte. Nicht dein Ernst. Ich hab gedacht, du beschützt mich, du Sack. Ich kriege keine klare Schusssicht. Diaz, hinter dem Panzer ist ein Treibstofftank. Beschießen! Ah, na endlich. Guter Schuss, Piers. Ja, bitte, bitte. Gehen wir! Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Lang genug gedauert, den da Backup zu geben. Okay. Ich will auf die obere Ebene der Brücke. Wir treffen uns oben. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Jetzt bin ich umsonst hier hingelaufen und dann sagte mir, dass er da hochklettert. Oh, meine Fresse, Dude. Okay, dann gehen wir wieder alles zurück. Oh, oh, er macht die Tür auf. Ich könnte gerade... Ja. Das war wieder... Das war doch so klar. Ach, come on. Ich weiß irgendwie so selten aus. So, dich habe ich. Nein. Nein, das ist nicht cool. Ich bin unterwegs. Oh, oh. Oh. Das war das letzte Gefecht von Call of Duty. Last Stand. Das gibt's doch nicht. Bin unterwegs. Ja, chill, chill, Chris. So, rück du mir nur ran, du Muschi, ey. Boah, nee. Zweimal auch noch fast draufgegangen. Ich glaube es nicht. Ah, wie viel Kraut? Nein, das Kraut wahrscheinlich jetzt nicht. So, machen wir das lieber so. Erste Hilfespray mal in den Wind gepfeffert. Und schauen mal, was hier so abgeht. Komm, ich stirb. Ja, genau. Schön Munition da lassen. Genau so habe ich euch gerne. Ah, so komme ich rüber. So. Ja, jawohl. Schön Munition da lassen.
werden sie nicht erreichen. Lassen Sie die Leiter runter. Autsch. Ja, so auf jeden Fall. Das war jetzt wieder eine richtige Heldenaktion, Chris. Okay. Bevor es actionreich spannend weitergeht, beenden wir das erstmal hier fürs erste Mal und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und bis dann. Auf Wiedersehen.